Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind hier und trinken Bier. Nein, ja, die letzten Folgen, die letzten zwei Folgen, glaube ich, habe ich mich unwahrscheinlich darüber aufgeregt, dass hier die Mission nicht richtig funktioniert hat, weil irgendwie der Pierce, den wir retten wollten, zwei, drei Schritte geht und dann bleibt er irgendwie festgeklebt, irgendwie, wie so Klimakleber festgeklebt. Ja, ist natürlich blöd, ne? Gut. Schließe den Hotspot. Blast-Element Gedankenkontrolle. Sehr schön. Gewinne Zinyaks Lieblingsgameshow. Gehorche. Ah, von Sid. Wenn du die Belohnung möchtest, solltest du mitmachen. Telekinese, Element, Lebensraub. Komm, machen wir einfach das Ding mal. I always enjoy upsetting Zinyak. Show him you are better than his people at his favorite game show. Haha, Favorite Game Show. Jo. Willkommen bei Takeshis Castle. Game Show. Ich muss immer sofort an Takeshis Castle denken, wenn ich höre Game Show. Oder an die 1-Millionen-Mark-Show. Mit Ulla Kock am Ring, ey. Wer kennt das noch? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich entschuldige mich auch nochmal, wenn ich zu viel rummeckere. Aber wenn halt die Sachen nicht funktionieren, obwohl sie eigentlich funktionieren. Sehr genau. Wenn sie eigentlich funktionieren sollten, dann ist das halt sehr nervig. Let's go. Ach, das Ding ist das schon wieder. Komm, lass mich bitte bewegen. Welcome back, Genki-Fans, to Ja, Genki-Fans. another round of telekinetic tomfoolery, where it truly is Wo sind denn die Köpfe? over murder. Ja, sehr schön. What you are, Wo sind wir denn hier alle? Alter, der hört sich an wie Undertaker. So, mal, kann ich mir hier mal so einen Menschen nehmen? Ich brauche einen Menschen. So far, this is proving to be the perfect combination. An undefeated human with the abilities Oh, of an Leute. alien, meeting the challenges Das ist doch of blöd. a mad professor and entertaining everyone Hallo, in the nimm den galaxy. Menschen. What more could So. our audience want? Other than freedom from alien oppression, the reconstruction of their whole planet, and football on the television every Sunday, I can't think of a thing. Now, Bobby, Wo you sind know denn we're hier die not supposed Dinger? to speak ill of our most benevolent overlord, Zinyak. I'm sure Zinyak had a good reason for blowing up the Earth like he did. Das Dingen erstmal zu sehen und zu treffen, A Mann. very good reason, no doubt. Let's check out how our contestant is doing, dieser shall Controller. Ich werde hier gleich schwach, Alter. Meine Güte. Geht mir doch nicht auf den Zeiger jetzt hier. Auto. Da rein. Meine Güte. Jetzt treff doch mal. Ich brauch so einen Cop. Wo ist so ein Cop? Also jetzt nicht Cop im Sinne von Polizei, sondern so einen Katzenkopf. Meine Güte, hört doch mal auf hier. Mich hier so rumzuschubsen. Nimm doch jetzt hier den Schädel hier. So. Meine Güte. Ja, was stört mich denn da? Blöder Zaun. Zaun. Meine Güte. Die Dinger kann man jetzt aber auch noch bekloppter da irgendwo hin tun, ne? Ja, komm mal her. Er muss ja noch zielen. Hä, wo ist das hin? Das ist so irritierend hier alles. Wo muss ich denn hin?
Wo ist er denn? Der ist doch da. So, how do you think things are going for our contestants, Zach? In this match or in life in general? I was thinking the first, but now that you mention it, let's talk about Komm schon, beweg dich. Well, I imagine it's not easy for them knowing that they're responsible for the deaths of billions of people through their hubris and what will ultimately be an unsuccessful bid to overtake Zinyak. My thoughts exactly. Bringing about the near extinction of the human race is a heavy load to carry. It sure is. I feel dirty, Zach. We're just the pawns of a megalomaniacal alien overlord, Bobby. It's not our fault. Let's get back to the action. Meine Güte. Schmeiß weg. Was man dem Charakter das immer sagen muss, bevor er das macht, das ist ja Wahnsinn. Don't worry, everyone loses to me. Hüpf. Hä? Ich hab doch getroffen. Ich hasse es ja, dass ich nur den Controller in eine Richtung drehen kann. Und dann überdreht der und dann... Meine Güte. Hallo, jetzt nimm doch mal den Katzenkopf hier. Geh doch mir nicht... Hallo, jetzt nimm doch mal den komischen Hasen da. Ich zeig gleich den richtigen Hasen. So. Championship level mind over murder, Bobby. I agree. The president sure is giving the folks at home one heck of a show. And I know Professor Genki is loving it. Indeed. Everybody's favorite man cat enjoys nothing more than murder, mutilation, and mascots. He does love alliteration, Bobby. I thought that was assonance. Assonance is when the words begin with vowels. Really? Well, you learn something new every day. Meine Güte, dieser Controller, der macht mich wahnsinnig. Menschen da rein, Katzenkopf da in Pink rein. Wo ist Pink? Jetzt nimm dir doch mal so einen Menschen. Ah, die brauche ich gar nicht mehr. Gut. Katzenkopf, da. Nimm dir das Auto. So. Ja, überfahr mich. So. Begib dich zum nächsten Ort. Menschen, Menschen da. Da muss ein Mensch rein. Oh. Gib mir doch eine Güte. Das ist echt ein Krampf. Auto. Ja, das ist immer schön. Man ist dann fast anvisiert und dann wird man umgefahren hier. Komm, beweg dich. Ich brauche so einen Katzenkopf. Wo ist jetzt hier so ein blöder Katzenkopf? Wo ist er jetzt, der Katze? Katze, Katze. Mieze, Mauze, Moze, Munz. Och, komm, Leute. Hört auf mich zu schießen, Mensch. Was hängst du denn da fest? Du sollst da rüberfliegen. Jetzt nimm dir doch mal den Menschen da.
Oh, es hat einen Krampf. Leute, komm schon, jump doch mal nach oben, Junge. Meine Güte. Ich weiß, wo das liegt, aber der Controller, der spielt einfach partout nicht mit. Und dann trifft er wieder nichts. Mann, ey. Sorry, wenn ich manchmal so abgenervt bin. Das nervt einfach nur, wenn der Controller nicht funktioniert. Ich muss die ganze Zeit immer nur links rumdrehen. Entweder sind die unwahrscheinlich überteuert, wollte ich sagen, die Controller, oder es sind dann so komische Nachgemachte, die nachher nicht funktionieren. Da muss man auch eine vertrauenswürdige Quelle haben. Das hat auch klappt und funktioniert. Meine Güte. Ja, schön, das wollte ich eigentlich gar nicht. Meine Güte. Nur weil meine Frau durch den Ladentisch drückt, wird direkt die Polizei gerufen. Also das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Und das in dem Spiel, ey. Hoppala. Jetzt habe ich mich da reingeglitscht. Yay. Yay. Nee, schön, gefällt mir. Ach nee, Leute, das ist alles irgendwie schwierig. Ja, die Datensammlungen da, die Dinge ein... Ja, die Dinge einsammeln, die mache ich offline dann. Das muss man ja nicht alles immer im Let's Play selbst drin haben. Genau. Und ich werde wahrscheinlich, damit das alles mal schneller vonstatten geht hier, hoppala, doch, Aufträge wollte ich. Ich werde hier unten, diese hier, die ich jetzt hier durchgehe, diese Nebenaufgaben, die werde ich auch offline machen, damit wir das mal schneller hier über die Bühne kriegen, das Spiel. Weil sonst dauert das nachher noch bis nächstes Jahr und ich würde gerne auch mal ein anderes Spiel spielen. Genau. Und ja, wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben wieder fast 15 Minuten. Mache ich das mal. Jo, das sollte ich hinkriegen, auf dem Schiff treffen. Können ich alle Sequenzen so sein, trifft dich mit dem auf dem Schiff, trifft dich mit dem auf dem Schiff, Spiel zu Ende. Für mehr kann mein Controller nämlich nicht. So. Da liegt einfach nur ein schwarzer Schatten. Really use some help getting Zinyak back for sticking me in that personal fucking hell of a mine prison. I'll tell you what to do. You go piss in Zinyak's plans. Got it? Fair enough. I don't want to talk about what happened in my simulation, so don't ask. Störe das System. Oh, jetzt müssen wir doch mehr machen. Da stand erst nur, spreche mit dem und dem auf dem Schiff. Und jetzt musst du wieder 10.000 Sachen extra mal machen. Ja. Einfach Aliens töten, das ist das Einfachste, bitte, ja? Störe das System. Das System stört eher mich, weil ich nicht richtig spielen kann.
Ich meine, dass man sich im Spiel mal ein bisschen mehr bewegen muss, klar. Aber wenn man immer die Missionen immer einmal quer durch die gesamte Stadt macht, ey. Was soll ich jetzt machen? Stammvandalismus. Also Sachen kaputt machen kann ich. Das ist show your face now. Ja, am besten immer dahin gehen, wo die Autos sind, ne? Macht am meisten Schaden. Jetzt Bronze. Das ist das Mindeste, was man haben muss. Egal in was für ein Spiel. Aua. Weg mit der Polizei, so, also mit der Ingame-Polizei hier. Say hello to Zinyak for me. Hat die Bäume nicht umfallen oder so, das ist komisch. It's time you surrender. Just like Johnny taught me. Hallo, Stampfi, Stampfi. Hallo, mach doch hier mal den Stampfi. Ja, reicht. Reicht, wenn wir nur Bronze haben. Man sieht echt nur einen schwarzen Schatten, ne? Das ist echt faszinierend. In der nächsten Aufnahme-Session mache ich wieder einen anderen Charakter, damit man den besser sieht. Man sieht hier nur einen Schatten eskalieren. Ja, ist gut. Wir müssen ja nicht alles auf Gold haben. Ich könnte zwar alles auf Gold machen, wenn der Controller erstens funktioniert, ne? Und das Spiel nicht ewig hängen bleibt. In der Regel bin ich eine gute Gamerin, die auch nicht irgendwie großartig Probleme hat mit irgendwelchen Missionen. Nur wenn halt Controller im Le Arsch ist und Missionen nicht funktionieren, warum auch immer. Ja komm, ist gut jetzt mit deinem Eskalieren. dann ist das alles irgendwie, ja, anstrengend. Genau.
Those races overload stuff in the simulation, right? Das Rennen beenden. That sounds perfect. Gut, ich fahre dahin und das Rennen machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin.